Das Auto gehört zu unserem Leben. Und wir müssen lernen, mit ihm zu leben, umsichtig und geduldig. Und täglich kommen neue dazu, in Deutschland, in aller Welt. Bei BMW sind es am Tag 400, in einem Monat 8000, in einem Jahr 74.000. Unsere Straßen und Städte wachsen nicht im gleichen Tempo mit. Es kann schwierig werden, zur Arbeit zu fahren und einen Parkplatz zu finden. Trotzdem macht das Fahren Freude. Das war der BMW 2010. Das ist der BMW 1800, 1600, 2000 Ti und das der 2000er. Aber viele Verbote und Warnungen überall. Es muss sein. Diese Schilder sorgen für unsere Sicherheit. Der Sicherheit dienen auch diese Tests. Zwei BMW-Wagen bei äußerster Beanspruchung im Rennen auf dem Nürburgring. Der 2000 Ti hält den Rundenrekord für Tourenwagen. Und der neue Rennwagen fährt 270 Kilometer in der Stunde. Da macht das Fahren Freude und das Zuschauen auch. Die Spielzeugrenner bringen es immerhin bis zu 70 Stundenkilometern und zu gewaltigen Stürzen. Es schadet ihnen nichts. Schadet es einem BMW? BMW probiert es aus. Das ist kein Spiel, das ist ernst. Es geht um die Sicherheit der Insassen. An Sicherheit dachten schon die alten Rittersleut. Aber wer kann sich heute noch so viele Hilfsmannen zum Einsteigen leisten? Rüstung ist immerhin eine Möglichkeit und alte Reifen verhindern einen harten Aufprall. Aber was schützt Sie in einem BMW bei einem Zusammenstoß? Die Frontpartie. Sie verformt sich und fängt die Beschleunigungsenergie auf. Der Rest des Wagens bleibt fast unbeschädigt. Den Panzer für den Fahrer hat BMW großzügiger konstruiert. Es ist die ganze Fahrgastkabine. Sicherheit wird nicht nur konstruiert und montiert, Sicherheit wird erprobt. Hier mit dem dynamischen Verbindungstest. Der Rütteltest garantiert die Dauerfestigkeit. Das ist der statische Verbindungstest. In der Versuchsabteilung fordern die Ingenieure den Karosserien mehr ab, als es je ein Fahrer vermag. Durch das Aufschaukeln der großen Gewichte kann keine Schwachstelle unbemerkt bleiben. Die Inspektion kontrolliert jedes einzelne Teil, damit es sich in der Praxis bewährt. 100.000 Kilometer und nochmal 100.000 jagen die Testwagen über alle Strecken Europas und sammeln neue Daten und Erfahrungen für die Versuchsingenieure. Was BMW für den Testfall konstruiert, BMW-Fahrer haben es erlebt und sicher überlebt. Und trotzdem näherte sich der Kleintransporter mit großer Geschwindigkeit. Der Aufprall war gewaltig. Fuhr mir die Bremse durch. Ich kam mit meinem BMW noch anderthalb Meter hinter ihm zu stehen. Da fuhr der Kleintransporter hinter mir auf. Es gab einen Riesenrumpf. Das ist Professor Fiala von der Technischen Universität Berlin. BMW gab ihm als neutralem Wissenschaftler den Auftrag, die Sicherheit der BMW-Wagen zu testen. Versuchspuppen spielen die Rolle der Wageninsassen. Ihr Gewicht und die Widerstandsfähigkeit ihrer Gelenke entsprechen den menschlichen Durchschnittswerten. Kabel verbinden die eingebauten Messinstrumente mit dem Messwagen, wo alle Kräfte, die beim Aufprall auf Puppen und Wagen einwirken, registriert werden. Eine gefährliche Distanz, die Entfernung vom Kopf zur Windschutzscheibe. Aber auch die Puppen fahren bei diesem Test so, wie es alle tun sollten, angeschnallt.
Die markierte Gürtellinie hilft, das Zusammenschieben der Karosserie beim Aufprall genau zu beobachten. Zwei schwarze Flügelstutzen unterbrechen die Lichtschranke. So lässt sich die Geschwindigkeit des Wagens errechnen, bevor er gegen die Betonmauer stößt. Im Messwagen werden die Daten aller Messinstrumente, die im Testwagen und den Versuchspuppen eingebaut sind, registriert. Vor jedem einzelnen Versuch werden alle Instrumente noch einmal sorgfältig abgeglichen. Eine Heißdampfrakete auf Rädern dient als Antrieb der Versuchsmodelle. Sie wird elektrisch auf einen bestimmten Druck erhitzt, mit dem man ihre Geschwindigkeit im Voraus berechnen kann. Noch einmal wird alles überprüft, dann ist es soweit. Los! Die Versuchspuppen haben, da sie gut angeschnallt waren, alles heil überstanden. Ein Notausstieg. Beim BMW steigen alle Insassen auch nach einem Zusammenprall durch die Türe aus. Ohne Not und sicher. So sieht eine widerstandsfähige BMW-Türe von innen aus. Viele Versteifungen und sorgfältige Verarbeitung lassen sie zum verlässlichen Flankenschutz der Sicherheitszelle werden. Gründliche Prüfungen garantieren, dass auch jede einzelne Tür den hohen Anforderungen entspricht, die ihr im Notfall abverlangt werden. In einem Sondertest wird die Türe erprobt. Auch sie hält Stand und garantiert Schutz von der Seite. Mein privater Unfalltest verlief so. Wir waren in Italien, meine Familie und unser BMW. Kurz hinter San Giovanni bei Bologna wollte ich in einen kleinen Seitenweg nach links abbiegen zu unserem Zeltplatz. Mein Blinklicht funktionierte und ich dachte an nichts Böses, als ich hinter mir einen italienischen Kleinwagen sah. Gerade als ich abbog, wollte er mich überholen. Er hatte mein Blinklicht nicht beachtet und dann ist es geschehen. Er muss immerhin so seine 45 Sachen noch drauf gehabt haben, als er in meine linke Tür brummte. Aber standgehalten hat sie. Ein neuer Versuch, der einen Auffahrunfall nachahmt. Heck und Frontscheiben fallen nach außen. Keine Splitter können die Insassen verletzen. Türen und Schiebedach haben auch diesem Zusammenprall standgehalten. Die elektrischen Anlagen blieben intakt, also kein Kurzschluss und damit keine Brandgefahr. Ein anderer Test. Wie verhält sich ein BMW, wenn in voller Fahrt ein Reifen platzt? Dieser Hebel soll einen Hinterreifen bei Tempo 80 aufschlitzen. Das einzige Ergebnis, ein kleines Wölkchen, sonst nichts. Der BMW bricht nicht aus. Seine Insassen werden auch durch diesen Zwischenfall nicht gefährdet. Im letzten Jahr fuhr ich mit meinem 1800er auf der Autobahn Richtung Frankfurt. Gute 100 in der Stunde werde ich schon gefahren sein, trotz des dichten Verkehrs auf diesem Stück. Auf einmal gibt es einen Ruck. Ein Reifen war geplatzt. Aber der Wagen brach nicht aus, was bei der Verkehrsdichte ein Segen war. Ich konnte ihn sicher an den Rand der Autobahn steuern. Dieses Resultat kommt, wie alle anderen, für die BMW-Werke nicht unerwartet, aber auch nicht unverdient. Wer meint, solche Kurven und Haken niemals fahren zu wollen, der hat sich noch nie in einer kritischen Situation auf seinen BMW verlassen müssen. Auch hier gibt es Dauerversuche, die die Anforderungen der Praxis, sozusagen, bis ins Unendliche wiederholen. Nach diesen werkseigenen Versuchen konnte es nicht überraschen, dass der BMW auch bei 120 Stundenkilometern nicht ausbrach. Bei diesem Unfall ist es unbedingt wichtig, dass Sie angeschnallt fahren. Dann können Sie nicht wie diese Versuchsgruppe auf die Straße geschleudert werden. Nur im Innenraum sind Sie gesichert, denn die Fahrgastkabine eines BMW übersteht auch diese Katastrophe. Pfosten und Dach halten ihr Stand.
In der Entwicklungsabteilung des Werkes wendet man den Sitzen besondere Aufmerksamkeit zu. Hier werden in einem Versuch die Befestigungspunkte der Sicherheitsgurte geprüft. Denn was nützt ein Gurt, wenn er nicht in der Karosserie gut verankert ist? Die Polsterung soll nicht nur bequem sein, sondern im Notfall auch schützen und gefährliche Stöße abfangen können. Deswegen sind auch die Pfosten und das Instrumentenbrett mit Polstern überzogen. Bei diesem Versuch überstehen die Versuchspuppen den Test so unversehrt im Wageninnern, wie ihn auch jeder Insasse überstanden hätte. Ob ich mich für diesen Test interessiere? Ich mache meine eigenen Tests jeden Tag. Kurven- und Schlaglochtests habe ich ständig auf dem Weg nach Hause. Bremsen auch in Ordnung, ausbrechen gibt's bei mir nicht. Der Fahrgastzellentest, oh, bleiben Sie mir damit weg. Dafür ist mir der Lack zu schade. Für die Sicherheit meiner Kabine bürgt mir BMW.